Wir arbeiten dafür, dass wir Weltmeister werden. Das ist unser Ziel und das werden wir auch. Egal wie. Ich will ein neues Event machen und ich will den Zuschauern zeigen, hey, hier kannst du zum Boxen gehen, hast Spaß und du weißt nicht, wer vorher gewinnt. Also die kämpfen alle auf Augenhöhe. Mein Gegner ist Ola Afolabi. Er ist selber Weltmeister gewesen. Ist ein ganz unangenehmer Kämpfer und ist einer der stärksten Cruiserweighter, die es gibt. Für mich gibt es nur ein Ziel, ihn zu schlagen. Egal wie. Ich gebe alles, mehr als 100%. Und ich bin bereit, über 100% zu gehen. Wenn ich treffe, wenn meine Rechte durchkommt, geht auch K.O. Weil ich schlag eine sehr harte Rechte. Ich werde den Zuschauern einen Kampf, einen richtigen Kampf bieten, dass die sich auf den K.O. gefasst machen können. Wenn du oben mitboxen willst, musst du über deine Grenzen gehen können. Ich habe es geschafft, im Leben vom Nichts mein Leben zu wenden. In einer aussichtslosen Situation. Und so musst du auch im Ring agieren können. Wenn du nicht weiter weißt, musst du kämpfen. Du musst es schaffen, über dich hinauszuwachsen und zu siegen. Dann kannst du auch siegen. Ich bin Mario Daser. Ich brauche euch am 19. Mai in der Barclays Arena in Hamburg.